Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Stark Descent. Letztes Mal sind wir aus dem Keller entkommen und wieder hierher gekommen, ja. Aber hier hat sich, glaube ich, der Weg geöffnet. Der war vorher nicht offen und da gehen wir jetzt mal rein, oder? Wir schauen uns mal an, ob das jetzt hier, was uns erwartet in diesem Horrorspektakel. Oh, ein neues Ereignis. Take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer. And in the other direction. Okay. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Ja. Aber es war eine Erinnerung scheinbar von dem guten Daniel, dieser Club. Daniel! Ja, ich hoffe mal, es passiert ja nichts großartig Schlimmes. Ist das hier im Maschinenraum? Und das ist der Aufzug, mit dem sie scheinbar gefahren sind. Ach, das war... Ja. Gut, ein Schloss, so alt wie es hier aussieht, und doch hat es einen Aufzug. Okay, wahrscheinlich auch nicht den neuesten... schönsten, aber irgendwas wird es schon haben. Und schauen wir mal in dem Maschinenraum abgeschlossen. Was willst du mir sagen? Nein, nein, nein. Finde den Schlüssel, der den Maschinenraum entriegelt. Ja, wird hier wohl nicht sein, oder? Es ist natürlich wunderbar, dass der hier nicht ist. Wer hätte das gedacht? Ich brauche einen Schlüssel. Aber ich war oben noch nicht ganz, vielleicht ist da ja jetzt irgendwas frei geworden. Schauen wir aber mal. Ich hoffe es auf jeden Fall. Hier oben. Können wir hier oben lang, ja. Es ist doch derselbe Weg, oder? Das hat sich verändert. Oder? Das ist nicht derselbe Gang. Ach so, wir sind doch wohl ganz anders. Weil es auch so einen Brunnen gab. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's runter, okay? Lass uns mal hier runter und schauen. Hier würde es in den Lagerraum gehen. Wieso nicht? Der dünne, kalte Nebel streifte sein Gesicht, als er hinaustrat. Das Londoner Wetter kann grausam sein, aber es war eine Art Grausamkeit, mit der er leben konnte. Schön, schön, schön. Das sieht nicht sehr nett hier aus. Oh mein Gott. Das ist dieser Ort. Der ist wirklich nicht nett. Vor allem sehe ich ja gar nichts. Wie soll ich denn bitte weiter marschieren, so ganz ohne Laterne? Ja, okay, wir gehen hier noch nicht lang. Erstmal schauen wir, dass wir irgendwo was finden. Ist das wieder ein Traum, dachte er und schrie aus vollem Halse. Aus vollem Hals. Also ich gehe nicht in diesen Weg, diesen Gang. Ich habe ihn sehr schlecht in Erinnerung. Sehr, sehr schlecht. Okay. Und darum gehen wir erstmal woanders hin. Hier lang. Das scheint mir doch. Ein Gästezimmer ist. Er versucht, die Teile zusammenzusetzen. Doch genau wie die Sanddünen veränderten auch sie ihre Form, wenn man nicht hinsah. Ja. Hä? Oh, noch eine Erinnerung. Ja, gute Frage. Journal weg. Was? Immer. Ich hasse euch, Kreaturen, Insekten und was auch immer mich nervt. Hier hat jemand scheinbar alles mal... Oh, das haben wir ja. Oh, schaut her. Wir haben Laudanum aufgenommen. 2. Juli 1839. I received a letter today. From the Algerian governor's office disclosing the fate of Herbert's expedition. About a week after my departure, Abdullah, one of the men traveling with us, returned from the desert. He was badly injured, as if maimed by a lion. The man rambled deliriously about the expedition being attacked by something horrible. The French quickly dispatched a search party to look for the expedition. After searching for days, they found the camp abandoned without any trace of Herbert or his men. Tomorrow, I'll retrieve the things they recovered from Herbert's tent at the customs house.
I don't know what to make of it, but I'm worried for him. Okay, schauen wir es mit dem guten Wetten Herr Herbert. Oh, oh, das ist jetzt nicht meine Absicht gewesen. Ich habe hier irgendwie auch schlechte Erinnerungen. Hier ist auch ein Schrank. Den möchte ich gerne öffnen, falls ich ihn brauchen werde. Hier ist nichts drin, okay. Denn es könnte ja durchaus sein, dass hier jemand kommt, und ich glaube, das war auch so, dass hier mich etwas überraschen wird. Na gut, keine Überraschung mehr, jetzt wo ich es weiß natürlich, weil ich das Spiel schon, aber manchmal drückt einen auch die Erinnerung, das darf man nicht vergessen. Okay. Hier haben wir noch mehr. Sehr schön. Was ist das? Eine Brechstange. Da wurde was aufgebrochen. Okay. Ist da eine Leiche oder so? Hm. So, ich würde sagen. 3. Juli 1839. Today I picked up Herbert's things at the customs house. I dug through the trove of documents he had carried and found a log detailing the expedition. The nature of this text ranged from quick notes to colorful accounts of transpired events. I skimmed the pages, trying to figure out what might have happened. May 17th, the day I was trapped inside the orb chamber, Herbert dryly states, "Recovered Daniel after 1 hour of entrapment." This confused me greatly. I was suffocating within minutes. How could I have lasted an hour? I continued reading the peculiar text. Herbert states his facts without judgment or passion, but suddenly I could read frustration into his text. He pushed his men to investigate the underground tomb, an effort which seems to have strained the minds of his men. Madness spread through the ranks, and Herbert had to take some extreme measures to continue. He finally visits the chamber himself, where he retrieves the orb to the surface. Okay. His account confuses me greatly. If he has the orb, what are those pieces in my drawing room? Ja. Was hat der gute Daniel da mitgenommen, wenn es nicht das Orb war, was der gute Herbert zurückgelegt hat? Ja, ich weiß es nicht. Und das spielen wieder solch schöne Bilder. Ich verstehe sie nur nicht. Naja, ich bin ja auch kein Kunstkenner. Ja, danke. Die Türklemme wegen eines defekten Schlosses? Das ist defekt, wenn möglich, Schranktür im Gästezimmer zu öffnen. Vielleicht damit? So. Ja. Was? Der Schlüssel, ja, okay. So, danach ist natürlich die Stange weg. Oh, oh. Okay, irgendwas ist hier. Deswegen verstecken wir uns hier. Oh. Da sucht jemand nach uns, hä? Wo ist das? Hallo? Okay, das war's scheinbar schon. Ja, das hat hier nicht gesucht. Wow. Dann schauen wir mal kurz. Ja, hier ist nichts mehr. Okay, aber hier habe ich auch Glück gehabt. Ist hier irgendwas in dem Schrank? Nein? Gut, gut. Wie soll ich mich dann versteckt, wenn der nicht mal kam? Das war... naja. Aua, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte den... Geh zu, bitte. Komm, komm, komm. Oh, nicht zugehen, Schrank. Vielleicht braucht ihr doch nochmal. Habe ich hier schon alles geöffnet gehabt? Klar, ich habe sie zugemacht, oder? 4. Juli 1839. It's done. The orb is assembled. I was awakened by an exhausting nightmare. Shaking and sweating,
I retired to the drawing room with a cup of tea. The relic pieces lay spread across the table as I'd left them, but somehow I knew how it was supposed to be. I fetched the tar, which I had prepared to fix the pieces together, and without fault I joined them, producing the orb I remembered so clearly. The tar proved unnecessary. It was pushed out from the joining pieces as they merged on their own, with no adhesive. Oh, okay. The ancient stone relic now rests on my table. Its immaculate surface and perfect shape could have been molded by a factory. This is all too strange. Gut, ja. Da hat er die Kugel zusammengesetzt. Die sehr schön aussah, scheinbar sehr glatt und so. Ja. Ich habe hier leider kein Öl gefunden. Würde sagen, wir gehen dann mal hier raus. Er atmete schwer und versuchte nicht zu schreien. Der Medizinschrank war umgeworfen worden und lag zerbrochen auf dem Boden. Er griff durch die zerbrochene Glastür und griff nach allen Beruhigungsmitteln, die er finden konnte. Also da haben wir ja ein bisschen was herausgefunden. Über mit Teer hat er was versucht, aber naja, war sinnlos. Hier ist ein nackter Mensch scheinbar drin. Ja, den versuche ich nicht zu sehr anzugucken. Nicht, dass man hier irgendwas sieht. Was man nicht sehen soll, das wisst ihr. Sonst muss ich versuchen, das irgendwie zu zensieren. Das will ich aber nicht. Nun gut. Ich bleibe mir wohl nichts anderes übrig, als in diesem Lagerraum nach diesem verdammten Schlüssel zu suchen. Gehen wir also. Sir William Smith war markiert worden. Er konnte nicht wissen, dass dieser junge Mann, den er vor einigen Tagen getroffen hatte, einen solch schrecklichen Schatten warf. Ah, sehr schön. Wenn hier irgendwas ist, dann werde ich das kaum finden, sehen. Ja, was sagt er? Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Meinst du? Die ist auf jeden Fall scheiße. Ist hier was? Hier ist zumindest hier. Sehr gut. Sehr, sehr dunkel. Sehr gar nichts. Naja. Komm, zeig dich ein bisschen. Oh Mensch, ich sehe nichts. Okay, ein bisschen kann man sehen, wenn man nah rangeht. So. Helligkeitsung. Achso, ja, ja, toll, ich weiß. Mein Zustand wird nicht gerade gut. Aber ich habe ja nichts an Helligkeit. Mir würde ein bisschen Öl oder so ganz gut tun. Was ist das? Oh oh. Hier sind Kreaturen scheinbar jetzt. Oh, ich hoffe, ich bin jetzt gut genug versteckt. So. Ja, ich sehe nichts. Ich sehe nur, dass ich sehr... Naja, leide. Hab schon leichte Kopfschmerzen. Hör ich was? Ich weiß es nicht. Was ist mit dir denn? Hör auf, leichte Kopfschmerzen zu haben. Brauchst du nicht. Hier ist nichts, oder? Was habe ich denn hier bekommen? Ein Teil eines Bohrers. Hier ist nichts, okay. Alles gut. Alles schön. Hier ist das schöne Licht. Oh, ja, das ist sehr schön hier. Licht zu haben. Okay. Ich hätte gern mehr Licht, ehrlich gesagt. Hier geht's runter. Juhu! Wir gehen gerne in einem Lagerraum, wo es so dunkel ist. Oh. Please let me go. I won't tell anyone, I swear. I just wanna go home. Was? Ein Kind oder was? Ein. Okay, da wurde jemand scheinbar verfolgt. Von wem denn? Okay.
Maschinenteile, jetzt höre ich auch noch. Diese scheiß Geräusche. Also diese Frau oder irgendwas. Puh, wir haben hier Licht. Okay, okay. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ich denke, das ist ein guter Moment. Was? Oh, da weint sie. Oh Gott. Lass mich in Ruhe. Verdammte Stimme. Ja, ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Erstmals. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich alles Gute, viel Spaß und nette Träume.